SWR 1 Baden-Württemberg. Bonjour, Alphonse. Bonjour, Alphonse. Bonjour, Patrick. Alphonse, die Schlagzeile bei uns ja Anfang der Woche, Pöbeleien in Dresden am Tag der Deutschen Einheit. Wie siehst du das eigentlich, was da passiert ist? Ja, diese Demo, die war nicht schön, Patrick. Diese Leute, also vor allem voller Hass, also mal ganz ehrlich, das ist nicht das Deutschland, was ich kenne, und das ist auch nicht das Deutschland, was ich liebe. Aber ansonsten, dass man so grundsätzlich protestiert gegen die Regierung und so, das stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Obwohl das Protestieren normalerweise, das ist nicht sehr deutsch. Ja, das stimmt. Da sind wir wahrscheinlich einfach zu diszipliniert oder so. Ja, das seid ihr. Disziplin. Ich habe sogar gehört, wenn man eine Demo machen will in Deutschland, muss man es im Voraus anmelden. Wie macht ihr das? Ihr geht zum Ordnungsamt und ihr sagt, ja, guten Tag, am Tag so und so möchte ich ab 14 Uhr sehr wütend und aufgeregt sein. Und die sagen, ja, kein Problem, dafür haben wir ein Formular, bitteschön, oder wie geht's? Ja, keine Ahnung, aber in Frankreich braucht man das anscheinend nicht. Wie sieht's da aus? Ihr protestiert einfach. Genau, wir protestieren, wir streiken, wir machen alles kaputt. Es geht auch alles den Bach runter. Jetzt kam heraus, dass unser Wachstum total nach unten ist, wegen zu viel Streik. Aber uns ist es egal. Wir streiken, machen alles kaputt und wir sind stolz, das alles zu machen. Weißt du, Patrick, der Wappen von Frankreich, ihr habt den Adler. Ich weiß nicht, ob du weißt du, was der Wappen von Frankreich ist? Nee. Das ist der Hahn. Und weißt du warum? Ah, das ist, ja. Weil das ist das einzige Tier, was immer noch singt, wenn er beide Füße in der Scheiße hat. Ja, wenn es einem jemand so erklärt. Dankeschön, Alphonse. Bis nächste Woche. Tschüss, bis nächste Woche. Bonjour, Alphonse. Immer freitags in SWR1. Und zum Nachhören im Internet swr1.de. À la prochaine. Bis zum nächsten Mal in SWR1.